Waren Sie schon mal in Polen? Nein. Was wissen Sie denn über Polen? Oh, ich kenne Polen. Ich würde sehr, sehr gern mal nach Prag fahren. Würdest du zum Beispiel sagen, Tschechien ist Osteuropa oder wozu gehört es? Es war früher mal Osteuropa. Ich weiß nicht, ich mag dieses Osteuropa-Ding eigentlich nicht. Das ist jetzt in der EU und das ist halt ein normales EU-Land. Ich denke, dass im Osten die Löhne immer noch geringer sind, die Arbeitslosigkeit höher ist und auch ein Stück Abwanderung stattgefunden hat, soweit ich weiß. Tschechien in Osteuropa? Okay, also wenn, dann war ich da schon mal, aber sonst eigentlich noch nicht. Keď poviem Rakúsko, tri veci, na ktoré si hneď spomeniete, čo sa vám vybaví? Alpy, krávy a mlieko. Sledujete, čo sa deje v Nemecku? Nie. Warst du schon mal in Osteuropa? Nein, war leider noch nie, also... Aber wir haben vor. I know about the political crisis in Ukraine and... I know that there are concerns about it in Poland, but beyond this, nothing really. Ich habe in Tschechien studiert, Erasmus Auslandssemester. I wouldn't say they don't care, but there is some prejudice, yes, about Eastern Europe. Es gibt halt die Standardvorurteile, Polen, klauen dies, jenes, also so viel Schwachsinn. Haben Sie das Gefühl, dass diese Unterscheidung Ost-West noch immer eine Rolle spielt? Ich denke mal, so im Umgang mit den Menschen sicher nicht, aber vom wirtschaftlichen Gefüge sicher noch. Najpierw, powiesz, co stało się 25 lat temu? To był okrągły stół i upadł w Polsce komunizm. No. Padły też peweksy. Tak. Ich habe viele Bekannte da, aber niemanden, mit dem man jetzt regelmäßig in Kontakt ist. Nee, eher so, wenn man dann mal wieder zufällig da landet, dann meldet man sich. Ich bin in Polen, in der Republik Tscheche, in Bulgarien, in der ex-Jugoslawien.